Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier zum Hochschulinformationstag. Euch alle, euch Studieninteressierte, wir wollen euch heute zeigen, wie wir unseren Studentenalltag verbringen. Und wir haben das Ganze mit ein paar Experimenten unterlegt und ich hoffe, es macht euch Spaß. Okay. So, zuerst wollen wir uns natürlich vorstellen. Lisa, die Anmoderation gemacht hat. Lisa ist Studentin der Verfahrenstechnik im 4. Semester. Ja, und Christian, der ist schon ein bisschen länger hier, der ist im 43. Semester. Ja, leider. Hat ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, heute wollen wir euch einen typischen Studentenalltag, ja, einen typischen Tag im Leben eines Studenten vorstellen. Und wir beginnen natürlich gleich früh mit dem Aufstehen. Nun, jeder kennt das natürlich früh, wenn man aufsteht. Das ist etwas nostalgisch, ja. Da beginnt das natürlich mit so einem Radiowecker. Und das erste Nachrichten, ja, wer will schon Nachrichten hören. Ja, dann drückt man automatisch auf die Snooze-Taste. Und mit dieser Snooze-Taste gewinnt man nochmal ungefähr 5 Minuten zum Schlafen. Naja, aber irgendwann muss man natürlich aufstehen. Wir wollen euch mal einen typischen Wecker präsentieren, so wie wir ihn quasi auch installiert haben und wie man garantiert munter wird. Das, was ihr jetzt gleich hören werdet, ist, naja, man ist noch ein bisschen im Halbschlaf. Man hört vielleicht so jetzt eine Minute noch gar nichts. Und dann stellt sich so ein leicht summender Ton ein. Und vielleicht hört ihr einfach mal zu. Genießt für einen Moment die Stille, schlaft noch ein wenig, gleich seid ihr wach. So, jetzt hört ihr schon diesen leicht summenden Ton. Hört genau hin. Ihr müsst lauschen, ganz die Ohren spitzen. Habt ihr sie gespitzt? Ah, man hört's. Spätestens jetzt ist jeder wach. Nun, Zeit zum Aufstehen. Und wenn man dann aufgestanden ist, was macht man als nächstes? Der eine oder andere geht dann duschen. So, zum Duschen haben wir uns überlegt. Also Wasser, jeder kennt Wasser, wenn man quasi so ein Werbeplakat sieht. Ja, Wasser ist immer blau. Natürlich können wir auch blaues Wasser herstellen. Robert. Robert pustet, er hat nämlich Zauberatem, pustet hier rein, nimmt den und schüttelt richtig diesen Kolben. Naja, zack. So. Und dann wird es blau. Und jetzt wird es ganz verrückt. Wir stellen es einfach mal wieder hin und warten kurz. Und was wir gleich sehen werden ist, dass sich dieser Kolben wieder entfärbt. Ja, ja, vielleicht dauert es noch ein bisschen. Okay. Und mit diesem blauen Wasser kann man sich natürlich jetzt wunderbar duschen. Vielleicht warten wir noch ein bisschen und gleichzeitig werden wir uns jetzt hier, jetzt fängt das schon an und wird farblos, ja? Wie man quasi sehen kann. Es entfärbt sich. Ja? Okay. Mal wieder was Verrücktes. Schütteln einfach nochmal. Wieder blau. Und gleich wieder farblos. Dieses Spiel können wir ein bisschen wiederholen, solange bis jeder früh richtig sauber gewaschen ist und der Tag nun richtig beginnen kann. Das ist aber noch nicht alles. Natürlich gehört zum Aufstehen und zur Körperhygiene auch das Zähneputzen dazu. Natürlich brauchen wir jetzt Zahnpasta. Und da, ja, natürlich jeder von uns über einen sehr großen Mund verfügt, brauchen wir auch viel Zahnpasta. Und das wird uns Alex jetzt präsentieren.
Alex macht jetzt die Zahnpasta wahrscheinlich für eine ganze Kompanie. Und rein damit. Und weg. Ja. Na bitte, Mensch. Allerfeinste Zahnpasta, sie schäumt noch. Und dann kann man dann früh einfach nur, man hat es ja auch ein bisschen eilig, ja, quasi sich hier so drüber stellen. Ja, und dann bekommt man die Zahnpasta direkt dahin, wo sie hingehört. Nämlich genau in die Zähne. Gut. Und jetzt geht es natürlich weiter zu einem anständigen Tagesbeginn. Gehört natürlich auch ein Frühstück und vor allem auch ein Kaffee dazu. So, Lisa. Der ein oder andere trinkt Kaffee. Mancher trinkt auch Cola zum Frühstück. Wir werden sehen. No, mach ruhig noch was rein. Genau, mal gucken. Mal gucken, was hier rauskommt. Mal gucken. So, natürlich guter Kaffee braucht ein bisschen, ja, ein bisschen an Zeit. Ja. Tja. Nicht zu hektisch werden beim Kaffee machen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr reinmachen. Tja. Dann gucken wir mal. Ich meine, immerhin haben wir ja hier wie viele Tassen da drin, wie sich's vernünftigerweise gehört? 9 Tassen? Ja. 7 oder 9. Vielleicht müssen wir auch Tee machen. Wir warten einfach mal ab, ja? Ja, 9 Tassen durchgelaufen sind. Na klar, das dauert ein bisschen. Okay. Aber der Kaffee hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Das Wichtige ist ja natürlich das Frühstück. Jetzt kommt Nina und präsentiert uns das Frühstück. So, na dann. Auf geht's. Ja. So, schauen wir mal, was es zum Frühstück gibt. Naja, wir sind alle gespannt. Mensch! Also wunderbar, was gibt's zum Frühstück? Natürlich so ein Fettkringel. Ja, wunderbar, wie aus der Retorte gezaubert. Okay, irgendwie scheint der Kaffee ein bisschen zu hängen. Naja, wir probieren es einfach nochmal und geben mal hier alles rein. Und siehe da, der Kaffee entfärbt sich wieder. Sehr schön. Also wir bleiben lieber doch beim Tee. Ja, tja, für einen Moment sah es so aus, als gibt es Kaffee. Naja, auch das gehört wahrscheinlich zum Studentenalltag dazu. Da ist nicht jeder Tag gleich. Man muss jetzt irgendwie in die Uni fahren. Ja, bevor wir zur Tür rausspringen, schauen wir noch mal kurz nach unseren Blumen. Denn wie wir alle wissen, Studenten haben einen unfassbar grünen Daumen. Also bei mir sterben alle Pflanzen. Deswegen machen wir was ganz Besonderes. Wir machen chemische Blumen oder Pflanzen. Und zwar einen dauerhaften Garten, der wenig Pflege bedarf. Ja. Und den wird uns Alex jetzt vorführen. Wir kreieren jetzt quasi einen chemischen Garten mit Pflanzen aller Farbcouleur. Ich helfe dir ein bisschen, ja? Gerne. Okay, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein. So. Natürlich, wie das immer bei Pflanzen ist, es braucht eine gewisse Zeit, bis sie wachsen. Wir geben jetzt nur die Samen hinein und nach einer gewissen Zeit werden wir feststellen, diese Pflanzen, wir kommen nochmal zurück, der Tag ist ja noch nicht rum, diese Pflanzen werden dann entsprechend wachsen. Okay. So, dann lassen wir das mal. Ja, wir decken das wieder zu. Lassen das einfach mal laufen. Willst du noch was reinmachen? Eine Sorte geht. Eine Sorte hast du noch. Okay. Na dann. Okay. Und wenn wir am Abend zurückkommen, schauen wir uns den Garten nochmal an. Bis dahin sollte was gewachsen sein.
So, jetzt haben wir uns früh drum gekümmert. Wir sind startklar. Es gab, auf wundersame Weise, es dauert ein bisschen, etwas verspätet, Kaffee, Frühstück, blaues Waschwasser, Zahnpasta und jetzt sind wir startklar. Jetzt können wir quasi in die Uni fahren. Und wie geht's jedem Studenten? Natürlich jeder Student heutzutage verfügt über ein Auto. Das typische Studentenauto ist sicherlich so konstruiert, dass das Wichtigste irgendwie vorn sitzt. Das ist nicht der Motor. Das sind zwei Kästen Bier. Und natürlich links, rechts und ein Grill für die schnelle Wurst zwischendurch. Das Lenkrad ist überflüssig, ja, und das wird über eine Deichsel gelenkt. Und genau so sieht das Auto aus. Das Auto hat natürlich nur ein Problem oder mehrere Probleme. Wie man hier sieht, irgendwie sind keine Scheiben drin. Das sieht auch schon ein bisschen klapprig und rostig aus, aber ich glaube, das muss auch bei einem Studentenauto so sein. Okay, und jetzt müssen wir dieses Studentenauto irgendwie wieder fit kriegen. Und das erste ist natürlich die Scheibe. Ja, die Glasscheibe fehlt. Und ich möchte euch, liebe Zuhörer, einfach präsentieren, wie so eine Autoscheibe an sich aufgebaut ist, die hier fehlt und was so eine Autoscheibe auch aushalten kann. Dazu gehe ich vielleicht einfach mal mit einem Hammer zu einem Glaskolben. Dieser Glaskolben steht hier drüben und das ist ganz normales Fensterglas, wenn Sie wollen. Und was dieser Glaskolben, ich setze mir noch schnell eine Brille auf, ja, das wäre schon besser an der Stelle. Was dieser Glaskolben nun aushält, ich glaube, das kann sich jetzt jeder schon ausmalen. Ja, wenn ich jetzt hier schon mit einem Hammer komme. Ja. Also das geht relativ schnell. Dass aus solch einem Glas natürlich eine Autoscheibe nicht sein kann, leuchtet auch jedem ein. Wie ist denn nun so eine Autoscheibe aufgebaut? Also so eine typische Autoscheibe. Hammer hier! Ja, eine richtig typische Autoscheibe. Die fliegt natürlich kaputt. Aber wie fliegt sie kaputt? Sie fliegt kaputt in wirklich unscharfes Glas. In Bröckchen. Glasscheibe, Folie, Glasscheibe, Folie. So sind die Autoscheiben aufgebaut, dass man sich wirklich nicht verletzen kann. Und auch wirklich keine scharfkantigen Stücke übrig bleiben. Und jetzt zeige ich noch mal was ganz Besonderes. Nämlich das Besondere, richtig verspanntes Glas. Wir haben hier, vielleicht machen wir den Beamer mal an, oder diesen Projektor für einen Moment. Wir haben hier Glasperlen aus dem gleichen Glas, was wir jetzt hier zerdroschen haben, hergestellt, allerdings hochgeschmolzen und ganz schnell abgekühlt. Und das kann man jetzt vielleicht scharf sehen. Und dieser Glastropfen ist aus ganz normalem Fensterglas hergestellt. Und was mit ganz normalem Fensterglas passiert, haben wir gerade also gesehen oder sehen können. Und mit so einem verspannten Glastropfen, auf so einem verspannten Glastropfen, nein, ja, naja, kann man jetzt mit dem Hammer hier draufhauen und es passiert gar nichts. Das ist wirklich unheimlich stabil. Ich kann auch ein Bello holen, haben wir noch irgendwo. Ja? Aber wehe, und das zeige ich jetzt wieder unter dem Polylux. Wenn man hier schaut, hier hinten ist so ein kleines Schwänzchen dran. Kann man das vielleicht sehen? Stellt ihr das scharf? Ja. Gleich? So ein kleines Schwänzchen. Komme ich nur ganz geringfügig an dieses kleine Schwänzchen dran, Achtung, ihr müsst mal die Augen zumachen für einen Moment, dann zerspringt uns dieser Glastropfen, ja, in eine Explosion. Naja, gut. Das hat man jetzt hoffentlich gehört und eigentlich auch gesehen, zumindest wie ich gezuckt habe. Unheimlich thermisch verspanntes Glas und so werden die Sicherheitsgläser heute hergestellt, die eigentlich in eine Autoscheibe gehören. Und die erste Schicht ist stark verspannt und dann kommt Folie, Glasfolie, die dann genauso reißt
wie wir das hier also gesehen haben. Lisa? Gut, unser Auto hat jetzt wieder Scheiben. Und als nächstes müssen wir noch den Rest reparieren. Das heißt, da ist ja noch ganz viel Metall. Da müssen wir jetzt eine Runde Metall herstellen, denn wir können das. Wir sind Studenten. Wir kriegen das hin. Ja, also das Auto muss geschweißt werden. Dann haben wir kein Schweißgerät. Aber was wir natürlich machen können, ist das sogenannte aluminiumthermische Schweißen. Das wird uns Robert jetzt vorführen. Also hier drin ist eine Mischung aus Aluminiumgrieß, einem Metalloxid, was in unserer was natürlich in unserem Auto auch Anwendung findet. Und wir wollen jetzt die Metalloxidreduktion darstellen und daraus flüssiges Metall generieren, was wir natürlich dann zum Verbinden oder zum Schweißen, ja, so werden Eisenbahnschienen also wirklich geschweißt, also verwenden können. Natürlich werden wir das nicht mit dem Feuer zünden, sondern wenn wir das zünden, zünden wir das initial. Ja, also hier bereitet Robert gerade eine Mischung vor aus Kaliumpermanganat. Das machen wir jetzt hier drauf. Und Robert zündet das jetzt mit Glycerin. Und wir sind alle mal gespannt, was passiert. Wollen wir das Licht für einen Moment dann löschen? Vielleicht? Ja. Wir sind ja alle gespannt, was passiert. Robert, ich ziehe dich dann weg, ja? Na, Philipp, vielleicht machst du noch mal das Licht an. Weg! So, ich denke, das sollte reichen, um wirklich unser Auto zu schmelzen. Und wenn jetzt Philipp einmal kommt, mit der Kamera vielleicht, mit der Handkamera, und wir können hier also hineinschauen, ja? Und wenn wir da hier reinschauen, ja, dann sehen wir noch das geschmolzene flüssige Metall, wie es gerade zusammenläuft. Ja? Okay. Ja. 1600, 1700 Grad heißt, das sollte jetzt wirklich reichen, um auch den letzten Schandfleck im Auto in irgendeiner Form reparieren zu können. Nun hatte unser Auto natürlich keine Scheiben. Und dann hat es natürlich reingeregnet. Jetzt muss das Auto in irgendeiner Form trockengelegt werden. Und auch da haben wir was entwickelt, nämlich einen Superabsorber. Hier sind 1,5 Liter Wasser drin. Und Nina wird uns jetzt präsentieren, wie wir diese 1,5 Liter Wasser in dem bisschen weißen Pulver verstecken können. Seid gespannt. Ja, also Nina rührt das jetzt ein. Ja, und rührt und rührt. Und gleich werden wir sehen, wie das entsprechend. Jetzt wird das schon hoch, viskos, sticky sozusagen. Und das wird immer fester. Wollen wir jetzt noch ein bisschen warten, dann wird das wirklich ein Pulver. Und zwar wirklich auch ein Pulver, was sich angenehm auf der Haut anfühlt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Und dieser Superabsorber, vielleicht eine Anwendung, ist natürlich nicht dafür da, ein Auto trocken zu legen. Aber das ist ein ganz wichtiger Stoff, zum Beispiel in Windeln. Ja, also überall, wo eine große Menge Feuchtigkeit auf kleinstem Platz aufgenommen werden muss. Und das waren jetzt 15 Gramm des Superabsorbers. Und da versteckt man 1,5 Liter Wasser drin. Ja, kann man sich jetzt hier angucken. Ja, das ist richtig schön, grieselig, rieselfähig, wunderbar. Okay. So, jetzt ist unser Auto eigentlich fertig, oder? Ja. Und jetzt können wir, das ist noch nicht ganz fertig. Moment, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar ein aktuelles Forschungsprojekt unserer Hochschule. Natürlich Autos, Studenten, generell Verkehr, Umweltbilanz. Also in den nächsten Jahren wird sich hier drastisch etwas ändern. Und natürlich müssen auch die Studenten mit der Zeit gehen. Und unsere Hochschule hat ein neuartiges Flugzeug entwickelt. Jeder weiß, dass natürlich beim Fliegen
unheimlich viel Kohlendioxid emittiert wird. Aber wir schaffen es jetzt, ja, in einer Forschungsarbeit wirklich ein Flugzeug fliegen zu lassen, welches sogar rückwärts fliegen kann. Schaut einmal hin, Alex, bring den Propeller jetzt in Rotation und zwar rechts rum. So, und jetzt ist man vielleicht am Zielgebiet angekommen und muss landen. Auch unser Flugzeug kann ähnlich wie ein Auto auch rückwärts fliegen. Das macht jetzt der Alex. Jetzt sieht man plötzlich, wie der Propeller, na, jetzt rückwärts fliegt. Und wir sind gerade im Gespräch mit großen Airlines, wo jeder Passagier selbst mitarbeiten muss. Und die Umweltbilanz wahnsinnig gut, ein Stöckchen aus Holz. Und in Zukunft werden sie auf ihren Sitzen sitzen und werden auf einem Stückchen Holz rumruppeln und nach den Anweisungen des Piloten entweder nach links oder nach rechts. Wunderbar. So, und jetzt haben wir alles zusammen. Jetzt können wir in die Uni fahren. Jetzt sind wir in der Uni angekommen, denke ich. Wenn wir angekommen sind, dann fällt uns Siedenheiß ein. Da war doch eine Prüfung. Oh je. Direkt in der ersten Stunde. Und zack, ist die Aufregung. Und was machen wir jetzt? Die einen quatschen ein bisschen, die anderen rauchen eine Zigarette. Ich sage es euch, da kriege ich schon Gänsehaut. Vielleicht sieht man das, wenn Lisa das erzählt. Natürlich so eine vergessene Prüfung, wo man unter einem Leistungsdruck steht. Ja, das ist natürlich ein Alltag, den muss sich jeder stellen. Und wie sich das anfühlt, wird uns jetzt Alex natürlich präsentieren. Und wenn man jetzt hier hinschaut, die Prüfung ist zunächst... Erst die Zigarette. Ach, das erst die Zigarette. Mensch! Verzeih. Du musst doch erst eine rauchen, Mensch. Natürlich muss man vor einer Prüfung erst eine rauchen. Na klar, natürlich, man hat ja eben die Botschaft erfahren. Und Alex wird jetzt quasi Feuer erzeugen. Und zwar Feuer aus Eis oder Feuer aus Wasser. Klar. Und wie das jetzt geht, werden wir gleich sehen. Und vielleicht verrate ich den Hintergrund oder die Mischung, kann jeder auch gern zu Hause ausprobieren. Eine Ammoniumnitrat fest, zusammen mit ein bisschen Zinkpulver, ja, führt bei vorsichtigem Mischen kleine Mengen dazu, dass man hier Feuer aus Eis bzw. Wasser, das reicht schon, natürlich machen kann. Okay. Die Zigarette davor. Mensch, die ist mir fast durch die Lappen gegangen. Wie konnte dir das dabei nur passieren? Dabei ist das die wichtigste. Einer reicht. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Du musst ein bisschen schmelzen nach einer Zeit und auf wundersame Weise. Also wenn jetzt die Zigarette nicht brennt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Okay. Naja, aber es gibt noch eine elegantere Variante, um Feuer zu machen. Und das wird uns Nina jetzt präsentieren, nämlich mit einem Schlagstahl. Und wie ihr alle seht, natürlich ist so ein Studentenauto auch mit einer Rolle Klopapier ausgestattet. Das gehört einfach dazu. Und Nina wird jetzt wie, ja, sagen wir noch, vielleicht so im Mittelalter Feuer machen. Nämlich mit einem Schlagstahl und ein bisschen Magnesium. Auch das kann man kommerziell ganz einfach erwerben und kostet auch gar nicht viel. Aus einem Magnesiumblock, vielleicht so 7 bis 10 €, steht aus einem Magnesiumblock und einem kohlenstoffreich legierten Stahl. Und damit kann man ganz einfach natürlich Feuer machen. Ich helfe dir. Ja, dann die Säge. So. Muss man nicht zwingend zu zweit sein. Als erstes ist hier natürlich etwas Magnesium hier drauf. Ich mache noch mal ein bisschen mehr drauf. Und dann gucken wir mal. Haben wir doch schon angeregt, nicht?
So, und los geht's. Ich gehe mal lieber in den Wecker. Ja, wunderbar, ja. Und das geht sogar mit nassem Holz. Okay. So, und jetzt, die Zigarette ist aufgeraucht. Die Zeit ist fast um. Jetzt müssen wir uns der Prüfung stellen. Und wie sich das anfühlt, wie gesagt, wird uns Alex zeigen. Jo, und hier sitzen die ganzen kleinen Kommilitonen, die sitzen schon hier. Der eine ist sogar schon kollabiert. Die sitzen jetzt hier und harren der Dinge und warten darauf, dass der Professor die Klausur austeilt. Und man kommt selbst dazu, als letztes kleine rote, man hat schon einen hochroten Kopf, Gummibärchen. Und los geht's. Okay. Und jetzt, wer kennt sie nicht, die Momente kurz vor der Klausur, wenn der Dozent noch vorne am Rumwurscheln ist, die Blätter vergessen hat, was auch immer, er ist noch rauchen und alle Studenten sitzen da und denken sich, um Gottes Willen, wann geht's denn endlich los? Genauso ist es hier, wir warten ganz kurz, bis es geschmolzen ist. Und natürlich und dann steigt auch die Spannung. Wie gesagt, man ist ja nicht vorbereitet. Und man überlegt natürlich, was waren die Inhalte der letzten Vorlesungen? Vielleicht die Inhalte der letzten Seminare? Was könnte er fragen? Und man kalkuliert quasi schon im Kopfe durch, wie vielleicht die Note ausfallen wird. Ohne überhaupt die Prüfung zu kennen. Nun, wir warten ab, wie man sich dabei fühlt. Oh, ist das gut? Ja. Ja, okay. Oh ja. Und tatsächlich, man wird gegrillt in einer Prüfung. Ja, dieses kleine rote Gummibärchen verbrennt gerade in einer Kaliumchloratlösung mit einem fauchenden Geruch, Geräusch, ja, und einem natürlich nach verbranntem Zucker riechenden Geruch. Und so oder so ähnlich fühlt man sich, wenn man eben doch etwas unvorbereitet zu einer Prüfung kommt. Das sollte einem nicht so oft passieren. Okay. Gut, Gott sei Dank, irgendwann sind die 90 Minuten Prüfungszeit vorbei. Und jetzt macht's wieder Spaß. Denn jetzt beginnt die Praktikumszeit, Lisa, richtig? Ja, genau. Wir haben jetzt Praktikum in Verfahrenstechnik. Und was ist uns gerade besonders wichtig in unserem alltäglichen Leben? Wir alle versuchen vielleicht ein bisschen mehr darauf zu achten, dass wir nicht so viel Müll produzieren. Und wir versuchen auch im Praktikum natürlich hinterher unseren Müll auch zu recyceln. Wir haben hier Styropor und mal gucken, es wird immer weniger. Nehmen wir noch eine Hand. Hm, noch ein bisschen mehr. Kannst ja die ganze Kiste nehmen. Ja, aber dann fällt alles daneben. Also wir sehen, wie wir wirklich, und das macht doch Spaß, wie wir jetzt wirklich unser Styropor und vielleicht auch ein, ja, mit und einer gewissen Umweltrelevanz verknüpft, unsere komplette Plastik, ja, auf ein verschwindend kleines Maß reduzieren können. Ja, rein damit, dafür ist es da. Ah, bravo, so hat man das gern. Weg ist es. Ja, wenn das mal mit dem gelben Sackmüll auch so ginge. Ja. Und dann ist das erste Praktikum auch schon rum. Wir haben einiges gelernt. Okay. Über Recycling. Und jetzt kommt ein zweites Praktikum. Das Praktikum jetzt in Maschinenbau. Und die Maschinenbauer, naja, die beschäftigen sich ja mit angewandter Physik.
also mit Kräften und natürlich auch mit Magnetismus, ein Elektromotor. Ja, da weiß jeder, da ist natürlich ein Magnet drin, entweder ein Elektromagnet oder ein Permanentmagnet. Und Robert wird euch jetzt einmal zeigen, wie solche kleinen Magneten, ja, also wirklich über eine Kraft verfügen, ja. So, also Robert, das sieht man, ja, also die halten offensichtlich durch die Hand durch, solche kleinen Magneten, die eine Kantenlänge von 1 Zentimeter haben vielleicht, ja, und die verfügen über eine unheimlich große Kraft. Und vielleicht bitte ich mal Matthias hier vorne in der ersten Reihe vorzukommen und einfach uns einmal zu zeigen, also das muss man ja selbst mal gefühlt haben, Matthias kommt. So, Matthias, du nimmst den Magnet in die eine Hand und dann merkst du das auch, ja, also offensichtlich. Ui. Tja. Kassa, also offensichtlich haftet das jetzt, ja? Okay, jetzt machen wir eins. Einmal auseinander. Oh. Oh. Das ist unglaublich, ja, wenn man das nicht selbst gemacht hat. Und da muss man wirklich. Also Matthias gibt einen Trick. Und der Trick ist, leg's mal auf die Kante und versuch's mal abzuscheren. Und dann geht's nach unten drücken. Okay, aber nur dann. Und keine Finger dazwischen. Ja. Okay. Und solche Magneten zu entwickeln oder auch die Anwendung davon, die Anwendung ist ganz klar, das sind Festplattenmagneten. Ja. Das ist doch eine ganz spannende Sache in unserem Praktikum. Das geht sogar noch weiter. Ich brauche den Ding. Durch geschicktes Zusammenschalten dieser Platten, dieser Magneten, meine ich dieser, nicht Platten, dieser Pole, gelingt es uns, ein Graphitblättchen schweben zu lassen. Vielleicht sieht man das hier. Dieses Graphitblättchen schwebt wirklich. Also ich nehme es mal runter. Hier habe ich das Graphitblättchen. Ja? Und ich lege es jetzt hier einfach wieder drauf und es schwebt. Und dass es tatsächlich schwebt, sieht man jetzt, indem ich eine Visitenkarte nehme und die einfach hier drunter durchschiebe. Also, jeder glaubt mir das? Ja? Und es schwebt? Ja? Wahnsinn, wie Zauberei. Magnetschwebebahn, nicht? Ist das nicht was Schönes? Praktikum im Maschinenbau. Auch das bietet unsere Hochschule. Wahnsinnig toll. Okay. So, der Praktikumstag scheint noch nicht ganz vorbei zu sein. Aber irgendwie, naja, der Praktikumstag schon. Aber was haben wir gemacht? Natürlich haben wir es hier mit Experimenten zu tun gehabt und die Naturwissenschaft ist natürlich teuer. Und manche sagen, wir würden im buchstäblichen Sinne, Robert, was machen wir? Geld verbrennen. Wir bräuchten einmal etwas weniger Licht, damit man das auch schön sehen kann. Ja? Also manche behaupten ja, dass die Hochschulen wirklich Geld verbrennen. Das stimmt nicht. Wir investieren in die Ausbildung unseres wissenschaftlichen Nachwuchs. Und wir tun mitnichten Geld verbrennen, wie man hier sieht, sondern offensichtlich erlischt die Flamme wieder. Und der Geldschein bleibt heil. Robert, willst du es nochmal machen? Ich mach's nochmal. Mach's nochmal, hauch's ruhig noch einmal rein. Okay. So, aber wir haben natürlich auch gelernt an der Hochschule, unser eigenes Geld zu machen. Viel besser als Geld, nämlich Gold. Und auch das wollen wir noch einmal vorführen. Na, Robert. Das ist ein Spendenproblem. Na, bitte. So, und jetzt wollen wir natürlich euch auch noch zeigen, wie wir quasi wirklich also Gold machen. Wir sehen vielleicht etwas Licht hier drauf. Wir sehen eine klare Lösung. Wir brauchen noch einmal das Eis, bitte. Eine klare Lösung. Und aus dieser klaren Lösung ja, erreichen wir durch Abkühlung
wirklich das Ausfällen von Gold. Und wir werden das auch noch am Ende des Tages filtrieren. Und damit sind wir natürlich in der Lage, ganz einfach selbst, also die eigentlich harte Währung, nämlich Gold, für uns also herzustellen. Okay. So, jetzt sehen wir schon. Und hier drin glitzert es schon. Und jetzt fällt sukzessive immer mehr Gold, wenn man hier reinleuchtet und das sieht. Und am Ende des Tages filtrieren wir das natürlich auch noch ab. Ich lasse es für einen Moment stehen. Das darf ruhig langsam abkühlen und schön viel Gold bilden. Also von wegen, wir verbrennen kein Geld. Wir machen sogar unser eigenes. Wunderbar. Und jetzt ist der Studententag rum. Lisa, was meinst du? Wir sind ein bisschen fertig. Wir fahren wieder heim. Wir fahren wieder heim. Und wenn wir zu Hause sind, dann gucken wir mal nach den Pflanzen. Vielleicht ist ja was gewachsen, trotz des braunen Daumens. Und, was gibt's? Hast rein, das sieht doch schick aus. Vor allem so schöne Farben, viel besser als grün. Wer wird denn grün pflanzen? Sehr schön. Ja, sehr schick. Bevor wir weiter moderieren, gönnen wir uns zunächst einmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle, würde ich sagen. Oder? Ah, ich habe die Schere hier. Und zwar aus der, hilfst du mir bitte, Alex? Und zwar aus der Gaspulle. Weit von, ja? Okay? Mhm. Lisa, was meinst du? Bleibt das? Ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Ich sage auch, das ist nämlich richtig toll. Und so lässt sich's vor allem auch schön weiter moderieren. Da muss man nochmal so richtig schön einatmen, es wird immer besser. Ja, immer besser. Immer besser, ja, Lisa, wunderbar. Also wir hätten auch noch zwei, wenn wir dann noch ein bisschen weitermachen. Also wenn du noch magst, du kannst gerne noch mal naschen, aber sei vorsichtig, sowas haut so eine kleine Person wie dich glatt um. Ja, erst mitten auf der Party, dann später. Okay, so, natürlich ist der Tag jetzt so weit, dass wir eigentlich feiern gehen können, Lisa, oder? Was meinst du? Uni ist fertig, die Blumen sind versorgt. Ja, wir gehen jetzt feiern. Das denke ich auch. Und natürlich muss anständig gefeiert werden in einer Diskothek. Und natürlich kommt die Zeit wieder. Ja. Zu einer Diskothek gehört natürlich auch Partynebel. Und den wollen wir natürlich versuchen zu erzeugen. Ich räume das kurz weg. Und jetzt geht's los. Noch rein, nicht so zaghaft. Immer rein. So, was uns Sina jetzt hier natürlich präsentiert, ja. Man sieht schöne, wabernde Wolken, ja. Aus einem wunderbar hinwegfließenden Nebel. Erzeugt durch Stickstoff. Du hast, also flüssigen Stickstoff. Du hast noch etwas drin, ja. Würdest du mal eine Rose holen und den Schlauch? Wir wollen mal einfach mal gucken, was mit flüssigem Stickstoff so alles passiert. Wir haben ja hier, also flüssiger Stickstoff, minus 196 Grad Celsius kalt. Ja. Also wirklich so kalt wie, also wahrscheinlich, ja, ein schöner Springbrunnen. Ne? Ja. Einmal rein rum. Okay. Ja, also. Ja. Also er zerbricht wie Glas, wenn wir uns das angucken. Ja? So ein flexibler Gummischlauch, vorher natürlich unheimlich flexibel beim Runterkühlen, verändert natürlich die Temperatur, die Materialeigenschaften. Das ist ganz klar. Das sehen wir hier wirklich. Ja, wunderbar. Also wir sehen, die Brocken fliegen hier rum. Und das Gleiche kann man natürlich auch mit einer Rose machen. Ja. Nehmen wir die schön runter. Die springt von selbst und zerbröselt einfach
Wie Papier. Und jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Minus 196 Grad Celsius kalt. Da ist noch genug drin. Jo, ja? Und unser Langzeitstudent, der muss halt mal ein bisschen was aushalten. So ist das. Ja, das ist so. Wenn man so ewig an der Uni rumdümpelt, an der Hochschule meine ich. Also ich mache noch ganz kurz die Uhr ab. Das kommt immer nicht so gut. So, ja? Minus 196 Grad Celsius. Nicht so zaghaft drauf. Ja? Ja? Rückt gar nichts. Ja? Wer will vielleicht einmal von euch? Jemand aus dem Auditorium, wer mag? Ja? Okay. Das sogenannte Leidenfrostsche Phänomen, was ihr auch beobachtet, wenn ihr zu Hause auf der Herdplatte kocht und vielleicht der Topf überkocht und ein paar Tropfen Wasser auf die heiße Herdplatte kommen, dann tänzeln diese Wassertropfen auf der heißen Herdplatte umher. Und zwar auf einem Luftpolster, auf einem Wasserdampfpolster, wenn das Tropfen natürlich aus Wasser besteht. Und genau das Gleiche ist es hier. Die Stickstofftropfen, die tänzeln hier auf der Haut, ja, auf einem Stickstoffpolster umher. Deswegen passiert hier nichts, wenn man das nur leicht drüber kippt. Wenn man natürlich jetzt die Hand hier reinhält, dann passiert natürlich entsprechend mehr. Dann friert das natürlich wirklich ein. Okay. Ich bring's kurz zurück. So. Okay, wir sind immer noch mit Partyvorbereitungen beschäftigt. Den Nebel haben wir gemacht. Und als nächstes brauchen wir Licht. Licht, unbedingt Licht. Natürlich Disco-Licht. Ja, wir brauchen also irgendeine Form von Aufmerksamkeit. Das geht natürlich durch Licht. Ex, ich tue es weg. So, oder soll ich das machen? Mach du das? Ja. So einfach einen Schluck da rein, überall. Ja. Das schön auf. Okay. So. Bereiten das etwas vor. Und los geht's. Ein bisschen anheben vielleicht. Ja. So, und Licht aus, bitte. Deckel drauf und einmal kräftig schütteln. Das Licht muss natürlich aus, ja. Aber man sieht das ja jetzt schon, immer Finger drauf, genau. So, also Rot ist ein bisschen schwach, Mensch, ja. Und dann würde ich sagen, let's get this party started. Mensch, die anderen sind auch ein bisschen schwach, warum das? Ja, aber man sieht das. Vielleicht, ja, noch vielleicht ein bisschen mehr schütteln. Okay. Also Chemolumineszenz, wir sehen also ein Leuchten. Manche sind etwas schwach, ja, manche sind etwas doch besser. Vielleicht ist das Restlicht auch noch so, dass man das nicht also vernünftig sieht. Aber bei Gelb sieht man das sehr schön, ja. Und aus einer Mischung von Gelb und Blau kriegen wir auch weißes Licht hin. Und so werden die Knicklichter, die Partylichter, die wir quasi von ja, diversen Veranstaltungen kennen, auch wirklich. Ja. Jetzt sieht man das schon ein bisschen mehr. Aber das Blau ist doch ein bisschen schwach und mit Glück, wenn die Mischung die gleiche ist, wird es vielleicht weiß, vielleicht bleibt es auch gelb. Da ist ein bisschen viel Gelb drin. Naja, gut, okay. Also mit ein bisschen mehr Blauanteil wird das wirklich auch schön weiß. Und so können wir alle Farben, die ihr Knicklichtern kennt, auch wirklich herstellen. Und das leuchtet jetzt noch eine ganze Zeit nach. Rot, ja, gut, okay. Naja, aber das Grüne kommt, das Gelbe leuchtet sowieso. Und mit etwas mehr Blaufarbstoff hier drin, wie gesagt, würden wir natürlich die weiße Farbe sehen. Gut, wunderbar. Ja. Und jetzt ist natürlich jede Party ja, natürlich so angelegt, dass es zum Schluss einen ganz großen Kracher gibt. Ihr habt ein Feuerzeug. Wir machen natürlich das hier auch.
Danke. Und wir nähern uns eigentlich schon der Nacht, oder wir sind schon in der Nacht und wir nähern uns natürlich dem Ende der entsprechenden, nicht nur Vorlesung, sondern auch des Studentenabends. Und das wollen wir jetzt machen. Und wir wollen natürlich hier zum Schluss mit einem gewissen Knall die Vorlesung auch dann beenden. Was noch? Ah, wunderbar. Wunderbar. Ist die Flamme noch an? Ja. Oh, aber meins noch an. Sehr gut. Ja. Bei dem ein bisschen vorsichtig. Ja. Oder dann lasse ich ihn noch mal. Wir machen jetzt ach, die anderen. Den kannst du ruhig. Ja? Das gehört dazu. Okay, okay. Ja, wirklich mit Konfetti, allem drum und dran. Die Flamme brennt noch? Tja, bums. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Lisa, ich helfe dir ein bisschen. Ich danke, ja. Oh, hier hört man schon an den Tönen. Kann man wirklich den Sauerstoffgehalt da drin in dem Wasserstoff Gemisch oder Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch hören. Je tiefer der Ton, je mehr Sauerstoff ist da drin. Ja, und das macht natürlich eine Menge Laune, wenn es knallt und brennt. Und was meint ihr? Ja, gute Idee. Wir haben doch, wenn ich das so sehe, ja, einen wunderbaren Abend gehabt. Es wäre jetzt Zeit, das Feierabendbier einzuläuten. Das sollten wir unbedingt machen. So, macht denn jemand ein Bier? Ja, wir machen ein Bier, oder? Berliner Weiße? Machen wir nicht? Ein ganz normales Bier. Wir hatten doch hier ein Bierglas stehen. Das steht da drüben. Ja, ein Bierglas steht da drüben. Da müssen wir noch schnell ein Bier machen. Ach, wisst ihr was? Das Bier kann man eh nicht trinken. Ich habe einen besseren Vorschlag. Lasst uns zusammensetzen und lasst uns zum Schluss zusammen ein Bier trinken, was an unserer Hochschule gebraut wird. Ja, wir haben eine eigene Brauerei. Und die Studenten brauen ein Ocean Blue, Real Ocean Blue. Ein Bier von der Hochschule Anhalt, gebraut. Lasst uns zusammensetzen am Lagerfeuer und das den Tag noch ausklingen, also ausklingen. Jeder greift zu, ich sitze hier. Wir machen noch ein bisschen Lagerfeuer, denke ich. Ja? So. Ich würde sagen, cheers. Ja, machen wir noch ein bisschen Lagerfeuer dazu. Ja. Ach, das so, also, Prost! Prost! Schön, mal einfach so zusammenzusitzen, nicht? Was ist denn hier los? Seit wann wurden hier Feuer gemacht im Hörsaal? Naja, okay. Wenn uns die Feuerwehr hier zusammenstaucht, dann sollten wir das jetzt lassen. Aber trotzdem, hat uns sehr viel Spaß gemacht, die Vorlesung für euch aufzustellen. Und wir verabschieden uns und bleiben noch ein bisschen sitzen. Und vielleicht schaffen wir es auch, dass der Feuerwehrmann sich zu uns setzt. Und vielleicht hat er ja noch ein bisschen Nachsicht. Und wir können noch ein bisschen, ja, einen zusammen trinken. Wir rücken das noch ein Stück weg und machen noch ein kleines bisschen Feuer und genießen den Abend. So wie ihr auch. Also, Prost. 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 Und auf Wiedersehen. Tschüss.